Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute meine neue Küchenmaschine von Klarstein vorstellen. Und zwar ist das die Allegra Rossa mit leistungsstarken 800 Watt Motor. Genau, die Küchenmaschine kommt mit einer Glasschüssel. Sehr gut. So kann es nicht passieren, dass wie bei Plastikschüsseln zum Beispiel, wenn man da ständig drinnen mixt, dass sich da irgendwelche kleinen Partikel oder sowas absetzen, sondern die Küche, also mit dem Glas kann einfach nichts passieren. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, dass da was kaputt gehen kann oder so, aber dem ist überhaupt nicht so und das sind auch keine Abnutzungsspuren nach der Benutzung mit der Schüssel. Genau. Die Rührschüssel ist übrigens geschmacksecht und mit 4,2 Liter Volumen ausgestattet. An Zubehör wird einmal ein Schneebesen zum Aufschlagen, ein Rührhaken, und ein Rührer mitgeliefert. Das ist alles sehr hochwertig aus Metall, aus Aluguss, Aludruckguss. Genau, und ich zeige euch jetzt mal. Die Maschine geht hier auf. Man drückt einfach diesen Hebel hier nach oben und dann geht sie nach oben. Dann sollte man das am besten einrasten lassen. Und je nachdem, was ihr benutzt, ich nehme jetzt mal den Schneebesen. Hier ist so eine kleine Einkerbung und hier ist auch so ein Nippel und da wird das raufgesteckt, hochgedrückt und nach rechts gedreht. Das ist hier dieser Spritzschutz, den solltet ihr unbedingt dran machen. Mir ist das schon passiert, ohne dass die Küche danach aussah wie Schwein. Genau, und zum Abmachen einfach wieder hochdrücken und nach links drehen und dann könnt ihr einen anderen Aufsatz verwenden. Ich lasse den jetzt aber mal dran und will euch jetzt auch mal zeigen, wie laut die Maschine ist oder eben nicht. Hier sind die Einstellmöglichkeiten. Es gibt 6 Stufen und das ist schon relativ schnell und halt eine Pulsfunktion. Einmal um die Maschine im kurzen Moment auf Hochtouren zu bringen sozusagen. Ach, ich mache das nochmal kurz ab. Die Glasschüssel wird hier auch so eingedreht, damit sie sicher und fest ist und nicht verruckelt. So. Die Maschine hat unten drunter Gumminoppen, damit sie nicht verrutschen kann während der Benutzung. So, jetzt mache ich den wieder fest. Zack. Und ich mache jetzt einfach mal eben schnell einen Sahnequark. Ich werde jetzt hier die Sahne aufschlagen. Sahne habe ich mit der Maschine auch noch nicht aufgeschlagen. Eher Brot gebacken und so. So, zum Runterkriegen, weil das geht jetzt halt nicht, drückt ihr den Hebel wieder hoch. Runterdrücken. So. Jetzt wollte ich euch das natürlich zeigen und ist unbemerkt meine Kamera abgestürzt. Also, die Sahne ist jetzt schon fast fertig. Ich schlage jetzt die Sahne noch kurz weiter, damit ihr mal die Lautstärke und sowas hört. Die funktioniert, indem ihr die Maschine, das müsst ihr dann aber halten, nach links dreht. Das ist, damit sie einmal schnell auf Touren kommt. Bevor ich das aufmache, schiebe ich immer den Spritzschutz wieder ein bisschen hoch, sonst fällt der nämlich manchmal runter. Wieder einrasten. So, jetzt kann ich meinen Quark dazugeben. Natürlich dauert es ein bisschen länger, die Sahne zu schlagen, als wenn ich das jetzt mit einem Handmixer gemacht hätte. Aber der Vorteil an so einer Küchenmaschine ist ja, du brauchst nicht die ganze Zeit daneben zu stehen und kannst andere Sachen machen. Und musst nicht dauernd die Gerätschaften da noch festhalten. So, ich gebe jetzt den Quark hier einfach mit rein. Da nehme ich immer gerne Magerquark. So, weil die Sahne, das ist ja alles schon, die Sahne ist ja alles schon doll genug. Dann mache ich das wieder runter.
Spritzschutz runterdrücken. Dann schlage ich das nochmal kurz durch. Süßen tue ich das ein bisschen mit Agavensaft. Den kann ich jetzt hier einfach in diese Öffnung reingeben. So, reicht schon. Und man sieht ja schön, wie, ich hoffe, ihr seht das auch, wie sich der Schneebesen alles vom Rand in die Mitte holt und da schön durchrührt. So. Das reicht jetzt. Dann Maschine hoch. Das habe ich vergessen drauf zu drücken. So, nach links drehen und abmachen. Dann kann ich die Schüssel abmachen. Das Tolle ist, es gibt auch gleich diesen Deckel dazu. Kann ich drauf machen und entweder also so in den Kühlschrank stellen für später oder sonst irgendwas. Genau, was wichtig ist, die Teile, die sollten am besten nicht in die Spülmaschine. Muss man per Hand abwaschen. Ich bin eigentlich eher so ein Spülmaschinenmensch, aber gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, die Maschine nimmt einem ja so schon genug Arbeit ab. Ich kann die auf jeden Fall weiterempfehlen. Die Arbeitsweise, die Schnelligkeit und die Handhabung und vor allem das Design gefällt mir mega gut. Die Maschine kostet 89,90 Euro, was ich super finde. Die Glasschüssel ist toll. Da braucht man keine Angst haben, dass man die ganzen Plastikpartikel in seinem Essen hat. Mit den Knethaken, Brot und so habe ich alles schon gebacken. Lässt sich super gut alles und schnell durchkneten. Es bleibt kein Mehl oder irgendwas mehr am Rand hängen. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Und ich werde euch mal den Link von Klarstein unten drunter machen, damit ihr euch mal umgucken könnt. Es gibt die Maschine natürlich auch noch in anderen Farben. Es gibt die auch mit Metallschüsseln. Ja, und es gibt, ja genau, Ersatzschüsseln, was man halt noch so braucht dafür. Es gibt auch Küchenmaschinen, die dann haben noch einen Fleischwolf und so einen Aufsatz für Smoothies mit bei. Ja, genau, aber diese Maschine kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr eine Unterstützung im Haushalt braucht, in der Küche, nicht im Haushalt. Das wäre ja schön, wenn ich noch andere Sachen machen könnte. Nee, auf jeden Fall in der Küche. Das ist eine Küchenhilfe. Wunderbar, kann ich euch empfehlen. Ja, das war's schon und wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.